Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Freunde, ich habe meinem Papa einen Vorwärtssalto beigebracht. Vinny hat mir den Rückwärtssalto und den doppelten Vorwärtssalto beigebracht. Und heute kommt das größte Abenteuer. Und zwar werden wir beide Luise ihren ersten Vorwärtssalto und vielleicht sogar Rückwärtssalto beibringen. Freunde, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, das ist Luise. Hallo! Freunde, wir haben uns gedacht, wenn Luise es schafft, den Vorwärtssalto zu machen, bekommt sie als Belohnung, sie darf mit allen Babykatzen kuscheln. Wenn sie es allerdings nicht schafft, müssen Chrissy und ich beide in den kalten Pool springen und das ist nicht so nice. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit der ersten Vorübung. Die erste Vorübung ist, du musst aufs Trampolin raufkommen. Cool, ich mach das. Oh, wie gut. Wir sind auf jeden Fall auf dem Trampolin und das Erste, was wir jetzt machen werden, ist, Luise einen Vorwärtssalto beizubringen. Sie muss ihn aber auch wirklich in den Stand schaffen. Und danach, meinst du schaffst noch einen Rückwärtssalto zu machen? Schwierig zu sagen. Also, danach werden wir direkt den Rückwärtssalto durchziehen, weil eigentlich ist er auch wirklich einfach zu lernen, ist bloß eine heftigere Überwindung. Und jetzt kommt die erste Sache, und zwar werden wir uns alle aufwärmen. Oh, das war so knapp, aber geschafft. Ja gut, das ist stark, aber das schaffe ich auch. Guck, einmal. Wir starten jetzt mit der ersten Vorübung und das ist ganz klassisch die Vorwärtsrolle. Wenn Chrissy es jetzt schafft, eine Vorwärtsrolle zu machen in den Stand, kriegt er von mir 10 Euro. Oh. Was, wenn ich es schaffe? Dann musst du die 10 Euro von Chrissy übernehmen. Nein, das dafür bin ich nicht. Oh. Ich hab's geschafft! Ja, das heißt, du darfst 10 Euro an Chrissy zahlen. Ja, nein. Doch. Das hab ich doch gesagt. Ja. Also wenn der Salto so einfach wird wie das. Die Vorwärtsrolle hat auf jeden Fall richtig gut geklappt und jetzt kommt die nächste Übung und zwar macht ihr die Vorwärtsrolle schon in der Luft, bloß dass ihr nicht richtig im Stand landet, sondern so, dass ihr auf dem Rücken landet und wir haben die Matte auf jeden Fall am Start. Auch ganz wichtig, Matten können immer helfen, wenn ihr irgendwas Neues übt und das ist jetzt deine nächste Übung. Yes. Keine Ahnung, wie das trotzdem geht. Schon mal besser als die Vorwärtsrolle, aber noch viel mehr in die Höhe. Es wird nichts. Ihr müsst in den Pool. Nicht direkt rein. Nee. Falsch. Mann, ich kann doch nicht alles perfekt machen. Ich muss es doch lernen, Mensch. Ja, war schon mal besser. Aber du bist sogar schon auf dem Po gelandet. Ja. Naja. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ja. Sehr gut. Das war schon viel, viel besser. Ratet auf jeden Fall mal, was ihr denkt, aus welchem Bundesland Luise kommt. A. Bayern. B. Rheinland-Pfalz. Oder C. Sachsen. Also manchmal weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Da fange ich dann einfach an zu labern und dann lass mich doch einfach in Ruhe. Also die nächste Übung ist schon fast der Vorwärtssalto. Und zwar springt ihr hoch und probiert schon mal oben die Beine so ranzuziehen und euch schon ein bisschen zur Kugel zu machen. Aber ihr landet noch auf dem Po oder auf dem Rücken. Ja, das war gut. Das war echt gut. War auch gut hoch. Nö, die Höhe, da kannst du noch ein bisschen dran arbeiten, aber trotzdem. Das fühlt sich halt wirklich immer so an. Oh. Ja. Das war so viel zu doll nach vorne. Du musst in die Höhe den Schwung machen. Ich hab dich schon da gesehen, auf dem Boot. Ich sag doch, ich spring doch dahin. Oh ja. Das war dein bester Versuch bis jetzt. Wenn du jetzt noch mehr Schwung mit reinbringst, dann würdest du ihn in den Stand sogar schaffen. Wir müssen uns mal angucken. Ja. Die ist eigentlich riesig. Ja, ich lande eh wieder dort drüben. Nein. Auf der Matte. Okay, ich probiere es jetzt nochmal und gebe mir ganz viel Mühe. Und Kugel! Ja! Sehr gut. Nice. Sogar mit Aufstehen.
Das hat Luisa auf jeden Fall schon mal richtig gut gemacht. Ne? Das war die letzte Vorübung. Jetzt kommt die nächste Übung. Und zwar kannst du probieren, den Salto jetzt zu machen. Du musst alles das, was wir gerade geübt haben, nochmal umsetzen. Dich mehr drehen, mehr in die Höhe und probieren wirklich, dass du im Stand landest. Du hast die Matratze, du hast uns als Unterstützung. Und ich würde sagen, da kann nichts schief gehen. Viel Glück. Jetzt wird immer richtig heftig geübt. Eins, zwei. Mach dich richtig klein, so klein wie eine Kugel. Ja. Ja! Wenn du den Salto machst, du ziehst einfach deine Beine so. Du ziehst sie und dadurch, dass du sie ziehst, kommst du dann rum. Ja, aber das Ding ist, Vinny macht das immer. Und ich habe das noch nie gemacht. Ja, und ich fühle mich schon gut, trotzdem. Ich fühle mich einfach ganz schlimm, als wäre das so 10 Meter hoch, wenn ich so weit oben springe. Und kann mich dann nicht dazu überwinden, mich so rumzuschmeißen. Okay, können wir das vielleicht nochmal auf dem anderen Trampolin machen, weil es ist halt extrem hoch. Ja gut, können wir auch mal machen, auf dem eingegrabenen, weil ihr wisst ja, wir haben ja endlich ein eingegrabenes Trampolin. Ein letzter Versuch hier und dann probieren wir es mal da. Nein, 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 du hier. Ja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich dorthin. Aber es war auf der Stelle. Ja. Ja, auf jeden Fall schon besser. Schon besser, aber noch mehr. Probier mal, du bist immer schwindig, oder? Ja. Auf jeden Fall, probier mal richtig die Arme erstmal mitzunehmen, okay? Fast! Wir haben jetzt nochmal einen kleinen gekonnten Matratzenwechsel durchgeführt und zwar eine kleinere Matratze. Sind nochmal aufs größere Trampolin gegangen und jetzt probieren wir es hier nochmal. Keiner weiß, was die Mission ist, aber ich glaube, es wird gut. Ja, so würde ich es probieren. Ja! Sehr gut. Oh, das startet, wir müssen wegfahren! Ah, der war noch nicht im Stand ganz. Aber auf den Füßen. Ja, auf den Füßen, das war schon mal richtig gut. Was war das? Keine Ahnung. Lass den doch einfach zählen! Ja, 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 ja! Ja! Endlich! Oh nein! Du hast es geschafft! Ja! Ja! Du hast ihn drinne! Du hast ihn drinne! Ganz Baby! Ich habe zwar keine Pfeife, aber ich bin trotzdem von Herzen ein Sportlehrer. So Leute, eigentlich war das alles nur gespielt und jetzt muss ich euch mal zeigen, was ich eigentlich drauf habe. Los geht's! Und wie fandet ihr es? War das super, oder? Leute, das hat Luisa auf jeden Fall richtig gut gemacht. Einfach weit üben, dran geblieben und dann hat es geklappt. Und Freunde, das werdet ihr auch schaffen. Niemals aufgeben, immer wieder weitermachen. Und irgendwann klappt es dann. Und jetzt würde ich sagen, darf Luisa ihren Preis einlösen. Und zwar darf sie jetzt mit allen Babykatzen kuscheln. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen
Daumen nach oben da. Und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Freunde, richtig cool einfach, dass du es auch geschafft hast. Und dann würden wir auch schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.